Ja, willkommen zurück zu Brave Frontier. Das Plumatachi Summon Rate Up ist da. Und ja, wir probieren natürlich gleich mal sie zu bekommen. Und gucken mal, was da noch so bei rumkommt. Ein Funberg. Das ist schon mal sehr suboptimal. Okay. Ein Dual GX. Auch jetzt nicht so unbedingt gut. Ein Nidor. Ah, okay. Plumatachi. Das erkennt man schon am Tor. Gut, es hätte jetzt noch Yggdrasil sein können, um mich richtig zu verarschen, aber das ist natürlich besser so, wenn sie direkt drin. Orakel. Ah. Echt jetzt. Orakel. Gut, wir haben die. Na, die Summon Shifts vom Roar, Libera und Kafka Events sind da. Und hier haben wir ja drei Schemenfrösche dabei. Gucken wir einfach mal auf alles bekommen. Und schmelzen hier mal ein bisschen Element, ja. Luma da. Grün da. Schlechter kann der Typ ja nicht werden. Also. Wächter. Ja, nee, jetzt irgendwie nicht so. Ein Brecher oder Anima wäre super. Sie fühlt sich seltsam. Fürst. Dann ist natürlich alles besser als Orakel, obwohl das bei ihr wahrscheinlich jetzt auch relativ irrelevant ist, ob sie Orakel ist. Seltsam. Und Brecher. Gut, als Brecher lassen wir sie jetzt auch komplett. Dann bauen wir sie mal auf. Wenn du mal gucken, dass ich hier nicht meine Kafka mit reinschmeiße oder sowas. Ja, da haben wir sie gleich mal ein bisschen beimpft. Ja, da ist noch ein bisschen Platz nach oben. Nicht viel, aber ein bisschen. Bei HP ist, glaube ich, noch irgendwie 500 oder so, was da noch Platz ist. Bei Recovery noch 220. Da habe ich aber, glaube ich, keine Imps mehr dafür. Muss ich mal gucken. Ah, die brauchte nur 16. Ja, egal. 60.000, 16.000. Kann man ja mal verwechseln. Oh, HP-Imps haben wir keine mehr. Hier haben wir noch.
Ja, Verteidigung schon mal voll. Falsches Element da. Die da immer gleich abgewehrt wird. Gute Tech-Ims haben wir dann keine mehr. Obwohl, nee, ich kann ja von hier gar nicht auf Favorit setzen. Das für eine komische Sortierung. Da wollen wir sie natürlich gleich mal ausprobieren. Wir haben hier schon Yggdrasil drin. Packen uns jetzt hier noch die kleine Blumatachi dazu. Und packen hier noch Cornelius wahrscheinlich oder sowas rein. Bin ich hier nur völlig falsch für Cornelius? Hier ist Cornelius. Obwohl das jetzt sowieso Quatsch ist. Das muss ich ja gleich sowieso nochmal neu bauen. Zwar bei den Prüfungen, wo wir sie ausprobieren wollen. Da. Gehen mal hier zu Ark. Ja, das ist mal gar nicht so verkehrt. Warum hat denn der Heinrich hier. Bestimmt der Brecher Heinrich, der Anima Heinrich. Ja, das ist der Richtige. Ach, gar kein Sphärenfrosch gegeben. Kranz Heinrich. Genau. Dann ist Illimo allerdings ein bisschen überflüssig. Mal Kranz raus und packen Cornelius rein. Obwohl, wenn wir natürlich große Schilde schmeißen wollen, dann nehmen wir hier eine Alice mit rein. Genau, aber erstmal geben wir Blumatachi noch ihren zweiten Sphären-Slot. Genau. Jetzt wollen wir Heinrich mit Nevana und Jack Seele. Ja, das ist schon okay so. Dann die kleine Alice. Kommt hier das Duellfragment. Herz von Skalmold noch dazu. Illimo bekommt Trevas und das perfekte Ilgaia.
Ja, Gott, schaut mal gerade. So geht's auch. Plumatachi bekommt dann jetzt die Wächterscherbe und Blinks Brille. Wir müssen ja ihren Extra-Skill aktivieren. Ja, und Yggdrasil sollte hier bereits passend den Wächtersplitter und Samen haben. Genau. Dann sind wir hier bei Primatachi bei 4498 Erholung. Da sollte ordentlicher Schild bei rumkommen. Nehmen wir hier noch einen zweiten Heinrich dazu. Ja, hatte uns der Stavi schon einen zurechtgelegt. Ich muss ihn nur finden. Da ist er doch. Ja, und dann gucken wir mal, was wir da an Schilden rausholen können. Mitigation hat natürlich so seinen Vorteil. Jetzt haben wir gar keinen PC und Hit dabei. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr unpraktisch. Sicher dann irgendwie am besten noch. Ja. Und also Alice reinnehmen ergibt mal irgendwie so gar keinen Sinn. Klingt zwar lustig, was man damit bauen kann, aber das bringt nichts, wenn kein PC und Hit dabei ist und die lässt einfach nicht voll werden. Können wir hier also direkt abbrechen? Und nehmen uns dann anstatt Alice eine sinnvollere Einheit rein. Dann gibt es kein 300% Schild von ihr, aber das macht auch überhaupt nichts. Wir nehmen uns da jetzt ein Merlin rein. Ja, ist ja egal, welcher von den beiden. Ich glaube, ich bin hier völlig vorbei. Mehrfach. Da. Ja, da könnte eigentlich hier Kral an, obwohl Herz von Skalmut ist ja frei jetzt. Sind natürlich Lexida wieder rausgenommen. So. Da war hier unten irgendwo. Thank you.
Ja, das sieht doch gleich viel besser aus. Da waren noch nicht mal jetzt die BB-Leisten voll, aber wir haben ja einfach mal schon über 10.000 der Schilde. Wenn jetzt natürlich noch die BB-Leisten voll sind, dann sind die Schilde gleich noch umso besser. Das können wir uns dann gleich mal angucken. Die müsst ihr ja hier trotzdem, auch wenn die paralysiert sind, die Schilde schmeißen. Na gut, aber vielleicht bekommen die den Buff nicht, wenn die paralysiert sind. Das ist natürlich dann eher unpraktisch. So, jetzt nochmal. Ah, hier ist ein bisschen nach oben gegangen, aber das war's dann anscheinend, was man aus den Schilden da jetzt so rausholen kann. Aber macht ja nichts. Ist ja schon ziemlich krass. 10.000er Schilde hier. 10.000, 13.000. Und jetzt haben sie eigentlich alle voll. Okay, da kommt nicht mehr dazu. Also entweder funktioniert da der Extra-Skill nicht oder ja, irgendwas. Yeah.
Also es funktioniert auf jeden Fall absolut super und die Schilde sind klasse. Den Attack-Schub, den kriegt man auch deutlich mit. Ja, da. Kann man eigentlich gleich mein Limus UBB nehmen hier. Einfach so. Ah. Verdammt. Ach, gut. Durch die Recovery überhaupt kein Thema. Da reichen ein paar Herzkristalle, um die alle komplett hochzuklatschen. Sind noch seine Reflexionen an? Ja, hat er immer noch an. Oh, dann gucken wir einfach mal, dass Elimo ein bisschen später dran kommt. Die Heilung von Elimo. Junge. Aber der macht gleich hier bei 40%. Da muss ich alle BBs, SPBs und sowas zünden. Guck mal also mal, dass wir hier uns da langsam hintasten quasi.
Zeig mir, was du drauf hast. Und jetzt haben wir ein Problem. Obwohl das gar kein Problem ist, so unbedingt. Weil wir können mit Yggdrasil hier ihr BB machen und dann kann Illimo nämlich auch BB machen. Jetzt hat nur Illimo leider nichts zur Verfügung. Sehr, sehr, sehr unpraktisch. Overdrive. Ah, da macht ein X-Ray. Ah, shit. Ja, es war jetzt aber noch Glück, dass nur Heinrich gestorben ist. Da könnte ruhig noch mal Plumatachi hauen, aber das will er gerade irgendwie so gar nicht. Okay. Ach, warum habe ich ihn jetzt? Hätte ich eigentlich gar nicht wiederbeleben brauchen, aber. Warum bekommt gerade Plumatachi so übelst viel Schaden? Warum bekommt Ark gerade keinen mehr? Okay, der hat doch da eigentlich gar keinen Threshold. So auch immer hier jetzt wieder kaputt ist. Naja, egal. Die Schilde sind auf jeden Fall gut und habt einen kleinen Eindruck bekommen. Und ich würde sagen, macht's gut und ja, viel Erfolg beim Summonen.